ich sage zu meinen Kollegen, zu jüngeren Kollegen, ich hätte gerne die 40% meiner Karriere, meines Werdegangs, die ich dabei aufgewendet oder verwendet habe, um irgendwelche Regisseure, Dirigenten und sonstige Vertreter dieser Berufssparten abzuwimmeln. Wenn ich diese 40% für meine Karriere benutzen könnte, wer weiß, wo ich jetzt wäre. Der Business and Professional Women Club in Stuttgart stellt in der Reihe Frauengestalten Frauen vor, die einen spannenden beruflichen Weg eingeschlagen haben. Unser Stuttgarter Club gehört zu den Business and Professional Women weltweit, das heißt zu einem Netzwerk, zu dem über 30.000 Mitglieder gehören in rund 100 Ländern. Mit diesen Frauen wollen wir Frauen begleiten, die ihr eigenes berufliches Potenzial entdecken wollen und verwirklichen wollen. Und wir sind der Überzeugung, dass besonders Frauen in unserer Gesellschaft wichtig sind, damit sie in Gesellschaft, in Politik, in der Wirtschaft, genauso wie in der Kultur, ihren Beitrag bringen und ihr Denken und Wirken mit einbringen können. Und heute haben wir eine Vertreterin der Kultur zu Gast, Oksana Arkaeva, Verwaltungsdirektorin am Stadttheater in Bremerhaven, Sängerin, Gesangslehrerin, Trainerin. Ich könnte die Liste noch ein bisschen fortführen. Herzlich willkommen, Oksana. Ja, danke schön für die Einladung. Wunderbar, mit Ihnen heute zusammen zu sein. Oksana, wenn man in deinen Werdegang schaut, findet man eine unglaubliche Anzahl von Kultureinrichtungen, von Städten, von Ländern. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Du hast in Moskau studiert, in New York studiert, du hast in Zürich gearbeitet, hattest andere Engagements in der Schweiz. Du warst auf verschiedenen europäischen Bühnen zu Gast. Du hast einen Kulturverein in Ulm gegründet, dann Mexiko, Venezuela, Wien und jetzt Verwaltungsdirektorin in Bremerhaven. Das ist wirklich beeindruckend, dieses Potpourri. Hast du das so geplant gehabt, als du dein Studium abgeschlossen hast? Nein, natürlich habe ich das so nicht geplant. Es kam, als glaube ich jetzt oder vermute ich, dass es ein Ergebnis gewisse Ereignisse, die in meinem Leben stattgefunden haben und so eine gewisse Verkettung, die dann mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Denn wenn man jeden einzelnen Schritt in meiner Karriere analysieren möchte oder reflektieren möchte, gab es schon von Anfang an irgendwo einen kleinen oder etwas größeren Pünktchen, die darauf hingewiesen könnte oder hätte oder würde, was tatsächlich jetzt stattfindet in meinem beruflichen Werdegang. So zum Beispiel die Tätigkeit als Kulturmanagerin oder etwas zu produzieren, etwas auf die Beine zu stellen in meinem Bereich, gab es eigentlich schon immer. Ich habe immer irgendwas veranstaltet, ich habe immer irgendwas organisiert. Und insofern, als ich diese Stellung jetzt als Verwaltungsdirektorin am Stadttheater in Bremerhaven erhalten habe, dann haben viele meiner Kollegen gesagt, ach, das wussten wir schon immer, die kriegt da war ganz selbstverständlich, da wundern wir uns nicht. Ne? Obwohl ich mich selbst ziemlich wundere oder gewundert habe. Ja, also als Antwort auf die Frage. Und ich glaube, wenn man jetzt Frauen oder wenn man Frauen in Führungspositionen und explizit in Kulturbetrieb und ich glaube nicht nur anspricht, wenn man dahin gekommen ist oder wenn, was bedürfte oder was sind die Wege, welche Faktoren sind erforderlich, um dahin zu kommen, wo die jetzt sind. Und ich spreche noch einmal die Frauen in Führungspositionen. In meinem Fall würde ich sagen, das ist immer zuerst ein innerer Antrieb, den ich selbst nicht erklären kann. Das existiert einfach, das ist vorhanden und das hat mich immer durch die Herausforderungen oder ziemlich mitunter auch schwierige, aber auch erfolgreiche Situationen durchgeführt und mir gesagt hat, das ist die Richtung, die du gehen magst oder solltest, das für dich bestimmt ist. Von anderer Seite ist es natürlich so, dass ich einer, ja, kann ich nicht, auch wiederum nicht erklären, woher die kommt, eine Glaube an mich hatte, trotz allen Rückschläge und Herausforderungen, aber gleichzeitig enorme Unterstützung von meiner unmittelbaren Umgebung erfahren habe. Und ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die sich gegenseitig wahrscheinlich bedienen, könnte man sagen, die sich gegenseitig bedienen. Gleichzeitig würden Sie in meine oder sind Sie in mein, waren diese in meinem Fall diejenige, die mich auf diesen Weg gebracht haben und letztendlich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und würdest du das auch empfehlen, einen solchen Werdegang mit verschiedenen
Standpfeilern zu planen? Also wenn man diesen Weg anstreben möchte oder einschlagen möchte, ist es natürlich, diese verschiedenen Erfahrungen komplementieren sich gegenseitig. Die bringen dir einen sogenannten dreidimensionalen Blick auf die Umgebung, auf die Aufgaben, die dir vorstehen, auf zum Beispiel in einer Führungsposition, auf die Mitarbeiter, auf die Umgebung, die unmittelbar du als Führungskraft beeinflussen bzw. im Auge haben muss und sollst. Und in meinem Fall hat sich sozusagen sehr glücklich zusammengefügt. Ich würde auf jeden Fall einer weiblichen Führungskraft, aber nicht nur weiblichen Führungskraft, auf jeden Fall empfehlen, sich verschiedenste Erfahrungen zu sammeln und diese sozusagen wie in einem Computer, in einen Ordner einordnen und dann, wenn die gebraucht werden, rauszuholen und schauen, ob das in gegebener Situation erforderlich ist oder hilfreich sein könnte. Gerade in Kulturbetrieb ist es absolut notwendig, dass da mehr Frauen in diesen sogenannten CEOs-Positionen reinkommen. Ich war neulich in einer Konferenz, Online-Konferenz mit Vertreter von diversen Theater im nördlichen Bereich Deutschland und ich bin schlicht und weg sprachlos geblieben. Ich war die einzige Frau. Ne? Das muss man sich vorstellen. Und wir leben im 21. Jahrhundert und es darf doch bitte nicht sein, dass ich von, was waren da, glaube ich, 12 Personen, die einzige Frau bin. Ich erfahre jetzt, dass mehr Frauen, die gerade interessanterweise aus meinem Bereich kommen, also aus darstellerischen Bereich, die wagen, diesen Weg anzuschlagen. Und meine Kollegin zum Beispiel ist seit 2020 eine Kulturamtsleiterin im Süden Deutschlands. Das heißt, dieser Weg ist schon ein bisschen mehr geöffnet als vorher. Und da kann ich nur empfehlen, Frauen mit diesen 3D-dreidimensionalen Erfahrung diesen Weg anzuschlagen und dass es auch absolut erforderlich ist. Weil wenn du eine Führungskraft an einem kulturellen Kulturspielbetrieb sein möchtest, musst du mit verschiedensten Menschen arbeiten. Es ist eine enorme Diversität, dass diese Kulturspielstätten erweisen. Sprachliche, berufliche, kulturelle, ethnische Diversität und die Erfahrungen, die man als Tätigkeit, als Künstlerin, Produzentin, Darstellerin mitbringt, die sind von einer unvorstellbaren Schatz. Wenn du vergleichst von den verschiedenen Orten und Ländern, in denen du gelebt oder auch gearbeitet hast, ist der Umgang mit Frauen, mit Darstellerinnen ein anderer hier oder da? Also unterscheidet er sich oder gibt es da keine Typisierungen? Wenn Sie mich jetzt vor 2000 fragen würden, würde ich sagen, eigentlich nein. Aber nach diversen Ereignissen wie MeToo-Geschichte, diese Bewegung und die darauf folgenden Ereignisse, hat sich schon einiges geändert. Und ich würde sagen, insbesondere in Europa. Na, aber auch, wie wir jetzt erfahren haben, in solchen kulturellen Einrichtungen zum Beispiel wie Hollywood. Ich sage immer, es klingt vielleicht sehr krass, was ich jetzt sage, aber ich sage zu meinen Kollegen, zu jüngeren Kollegen, ich hätte gerne die 40% meiner Karriere, meines Werdegangs, die ich dabei aufgewendet oder verwendet habe, um irgendwelche Regisseure, Dirigenten und sonstige Vertreter dieser Berufssparten abzuwimmeln. Wenn ich diese 40% für meine Karriere benutzen könnte, wer weiß, wo ich jetzt wäre. Aber aktuell haben sich die Zeiten sehr geändert. Und das sehe ich auch und ich freue mich unheimlich darüber. Es ist noch ein langer Weg für Darstellerinnen an kulturellen Betrieben oder zum Beispiel im Film oder da, wo die Frauen unmittelbar auftreten oder auf die Bühne gehen oder vor dem Bildschirm gehen. Es ist noch ein langer Weg, aber es ist eine große Bewegung gerade im Gange und ich freue mich unglaublich für meine jungen Kollegen, die diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht nicht in dem Ausmaß durchlaufen müssen. Ich muss dazu sagen, mein beruflicher Werdegang als Darstellerin war sehr erfolgreich und ich kann mich auch in dem Sinne vielleicht doch nicht beschweren. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, die Situation hat sich geändert und insofern ist gerade was Deutschland angeht, die Situation ist anders als in anderen Ländern. Es wird mehr zugehört. Es gibt auch rechtlich mehr Rechte, auch für Frauen zum Beispiel im Kulturbetrieb.
ist die Frau, die schwanger ist, die wird von Abendsvorstellungen rausgenommen oder Feiertagvorstellungen, die darf abends nicht arbeiten. Das heißt, die rechtliche Arbeitsverhältnisse werden mehr und mehr an bundesweite Arbeitsverhältnisse angepasst. Insofern ist das schon anders. Zum Beispiel in USA, wenn wir das Land nehmen, bekanntlich, dass wenn eine Mutterschutz angeht oder Elternzeit angeht, das sind sehr große Schwierigkeiten, die Frauen da haben, die Beruf und Leben und Familie im Einklang zu bringen, geschweige schon von finanziellen Situationen, die Frauen explizit im Kulturbetrieb erleben. Würde ich gerne nochmal auf das Thema Netzwerk zu sprechen kommen. Du bist ja selbst Mitglied bei den Business and Professional Women. Jetzt Frage, hat Netzwerken, also nicht nur der BPW, sondern hat Netzwerken insgesamt deine Karriere vorangebracht? Ist Netzwerk ein wichtiger Erfolgsfaktor? Netzwerk grundsätzlich ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Genau, als für uns Frauen ist es extrem wichtig, die Netzwerke nicht nur aufbauen, sondern die pflegen und voranzutreiben. BPW ist für mich was ganz Besonderes, gerade nach meinem Umzug oder während meines Umzugs, diese Transformation in das endgültige administrative Tätigkeit im Kulturbetrieb war BPW wie eine Art Auffangfamilie für mich. Als ich wusste, dass ich nach Norden komme, habe ich die erste Vorsitzende von BPW in Bremerhaven angerufen und habe gefragt, ob wir uns treffen können, dass ich vielleicht dahin komme. Ich würde gerne vielleicht irgendwann mal dort auch Mitglied sein. BPW ist natürlich ein sehr wichtiges Netzwerk und der darf und soll weiter ausgebaut werden und erweitert. Und wenn ich als BPW-Mitglied was dazu beitragen könnte und darf und kann, mache ich das mit voller Begeisterung und Überzeugung. Und gibt es in der Kulturwelt, in den Kulturbetrieben auch Netzwerke, formelle oder informelle? Wenn wir jetzt Frauennetzwerken ansprechen, eher sehr wenig, also kaum vorhanden, müsste ich das jetzt feststellen. Es gibt natürlich Netzwerk zwischen Kolleginnen oder Kollegen, zum Beispiel diese genannte Konferenz, Verwaltungskonferenz, die ich gerade erwähnt habe. Das Interessante ist, dass diese ganze Situation mit Corona, die aus meiner Sicht dem Kulturbetrieb von einer Seite enormen Schaden angerichtet oder zugerichtet hat, ich weiß nicht, jetzt vom Deutschen angerichtet, ne? So in der Art, zugefügt hat, die einen enormen Schaden der Kultur zugefügt hat, gleichzeitig aber in meinen Augen eine große Chance ist, die bereits diese feste Strukturen durchzubrechen. Und da sind sehr viele Bewegungen entstanden während der Corona. Ob die jetzt als Netzwerk zu benennen oder zu wahrnehmen kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit. Aber Corona war ein enormer Booster für die Künstler. Ich nehme jetzt eine allgemeine Beschreibung für die Kulturbetrieb, dazu quasi zu zwingen, sich diesem Aspekt zuzuwenden. Wo sind unsere Netzwerke? Gibt es überhaupt ein Netzwerk? Es gibt natürlich Gewerkschaften, wie Gewerkschaft der Deutsche Bühnenangehörige, die sich um darstellende Künstler kümmert. Es gibt Deutsche Orchesterverband, aber die waren eher so voneinander. Jeder Verband hat so irgendwie funktioniert, ein bisschen voneinander getrennt. Das Corona hat diese Verbände und die neu entstandene Verbände, kann ich noch nicht sagen, also Vereinigungen dazu gezwungen, so gemeinsam zu agieren, einander zu kommunizieren, Schnittstellen zu finden, wo wir einander oder wo diese Vereinigungen sich bereichern können. Was kann man machen, damit die Politik ja endlich mal uns wahrnehmen. Ich kann hier in Bremerhaven, wir stellen das fest, dass die Jugend, das wird eine sehr große Herausforderung, die Jugend, das sind Kids, die seit 2 Jahren mit Bildschirm aufwachsen. Die Kinder, die eigentlich Kultur, so wie wir das in diesem Land kennen, Kindervorstellungen, Kinderkonzerte, irgendwo mit Klasse rausfahren, bestimmte Ereignisse oder bestimmte Erfahrungen, die diese Kinder, diese 2 Generationen eigentlich nicht haben. Und so wie ich jetzt höre aus Bayern und Baden-Württemberg, dass da wahrscheinlich schon Lockdowns wiederkommen. Das ist natürlich für die Schulen, für Kinder absolut dramatisch, ne? Und das ist unsere Aufgabe,
die Aufgabe der Kulturbetriebe, das unterstützen und voranzutreiben. Und da ist wiederum sehr wichtig, Netzwerke zu haben, die zu einem diese Arbeit ermöglichen, zu anderen aber Politiker immer und wieder vor Augen führen, was eigentlich jetzt in Bezug auf die Kultur in Deutschland passiert und welche Auswirkungen es hat. Ich würde gerne mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Gleichberechtigte Bezahlung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ist Equal Pay ein Thema in deiner Branche? Nein, im Moment noch nicht. Also wir müssen zwei Aspekte auseinanderhalten. Wenn Sie über ein Theater sprechen oder Bezahlung in einem Theater, es gibt verschiedene Verträge für verschiedene Sparten. Das Orchester, zum Beispiel in unserem Haus, wird nach sogenannten TVK, Tarifvertrag Orchester, bezahlt. Die Künstler werden grundsätzlich nach einer NV-Bühne, Normalvertrag Bühne, bezahlt. Um ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert, Tarifvertrag ist jetzt jedem, glaube ich, ein Begriff, was das bedeutet. NV-Bühne bedeutet, dass jede Gage mehr oder weniger im Einzelnen ausgehandelt wird. Ne? Obwohl in den letzten Jahren durch eben Netzwerkarbeit zwischen zum Beispiel Gewerkschaft der Deutschen Bühnenangehörige, Tarifpartner und Deutschen Bühnenverein entstehen, haben oder nicht entstehen, gibt's und gab es Versuche, diese sogenannten NV-Bühnenverträge verbessern. Zum Beispiel, wie ich jetzt gerade erklärt habe, dass da eine Mindestgage eingeführt wird. Die ist immer noch sehr niedrig, dass die Frauen, die in Mutterschutz gehen wollen oder schwanger sind, dass die gleiche Rechte genießen wie normale Arbeitnehmerinnen. Aber um über eine gleichwertige Bezahlung, also Equal Bezahlung am Theater, können wir im Moment noch nicht sprechen. Umso wichtiger, dass Frauen gut behandeln können. Ja, das ist natürlich ein Thema von BPW. Wir haben immer und wieder Clubabende und Gespräche dazu und Treffen. Wie verhandelt man? Also ich persönlich konnte das immer wieder verhandeln, weil ich ein gewisses, natürlich durch mein Studium in Moskau und in New York, eine gewisse Qualität mitgebracht habe, belegbare Qualität. Natürlich könnten die dann nicht sagen, nö, also du bist Anfänger, du kriegst dann das und das. Das müssten die schon verhalten. Und ich glaube, so zu 98% habe ich persönlich das gekriegt, was ich wollte. Aber das sind Einzelfälle. Ne? Und wenn junge Sängerinnen oder junge Kollegen, also nicht nur Sänger, sondern grundsätzlich zum Beispiel Regieassistenten, die am schlimmsten oder die kleinsten Gagen hatten, aber am meisten arbeiten müssten. Und die jungen Kollegen, die Sängerinnen, die stehen jetzt gerade vor einer sehr, sehr großen Herausforderung. Zumal weil viele Kulturbetriebe jetzt geschlossen waren, viele Agenturen sind pleite gegangen während der Corona. Es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert in Bezug auf das, wie der Werdegang Schule, Hochschule, Studium, Abschlussexamen, geht es in ein Opernstudio oder in so eine ähnliche Einrichtung, ins Theater. Das hat sich gerade sehr Corona-bedingt sehr geändert. Und die jungen Kollegen stehen vor einer enormen Herausforderung. Und diese Fähigkeit zu verhandeln, aus meiner Sicht, steht die größte Herausforderung und muss richtig gelernt werden. Oksana, der Anteil der Regisseurinnen und Schauspielerinnen ist in den letzten Jahren langsam gestiegen. Also wir sind da immer noch nicht bei gleichen Anteilen. Bei den bildenden Künstlerinnen ist es noch ein bisschen schwieriger. Wie siehst du das? Braucht Kultur eine Frauenquote? Ob man eine Quote braucht oder ob man gewisse rechtliche Regelungen braucht, damit mehr Frauen in diesen Beruf kommen, dann denke ich, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall Rahmenbedingungen oder es müssen Rahmenbedingungen geschafft werden, ob man die jetzt als Quote benennen muss oder möchte, will ich jetzt nicht so festlegen, aber dass die gesetzliche Rahmenbedingungen geschafft werden müssen und sollen, um mehr Frauen in diese Berufe zu bringen. Das ist aus meiner Sicht absolut notwendig. Danke. Okay.
Jetzt habe ich hier drei Sätze mit der Bitte, die in wenigen Worten zu vervollständigen. Die Rolle von Kunst in Zeiten von Corona bedeutet Reflexion nach außen und nach innen. Eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich denke, Kunst, meinst du nicht nur Kunst oder Kultur, Musik, alles, was, also als Kunst als Oberbegriff. Auch zum Beispiel im Fall von Kindern eine Möglichkeit, die Welt nach außen wahrzunehmen, beteiligt zu sein, vor Ort zu sein, andere zu erleben. Aber wie ich jetzt eben gesagt habe, es ist auch eine Reflexion über sich selbst und über das, was gerade passiert und über die Zeit, in der wir leben. Wer die Kulturausgaben kürzt? Schwierige Frage. Derjenige oder diejenigen, die es kürzen, ich glaube, begreifen nicht im vollen Ausmaß, was die tatsächlich nicht nur der Kultur, sondern dem kulturellen Erbe dieses Landes antun. Letzter Satz. Frauen in der Kultur sind wichtig, weil Frauen eine gewisse Power und eine gewisse Antriebskraft mit sich bringen, weil sie durch ihre Multitasking-Begabung auch viele Sachen erledigen können und weil sie ein gewisses Einfühlsvermögen, diese weibliche Einfühlungsvermögen mitbringen, die zum Beispiel bei Führungspositionen aktuell in unserer Zeit meiner Meinung nach extrem notwendig sind. Dankeschön. Dann möchte ich mit einem Zitat und einer letzten Frage schließen. Marlene Dietrich hat mal gesagt, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen, aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. Welche Fehler hast du gemacht und hättest sie gerne ein bisschen früher gemacht? Fehler. Wie ich es jetzt erlebe in letzter Zeit, spricht man sehr oft um Fehler machen können, dürfen und sollen. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt für die Entwicklung einer Persönlichkeit und nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich und insbesondere für diejenigen, die eine Führungsposition anstreben möchten. Fehler dienen dafür, sich selbst und die Situation, in der aktuell sich befindet oder in der Situation, in der dieser Fehler stattgefunden hat, zu reflektieren und sich mit diejenigen, der oder diejenigen, die unmittelbar Teil dieser Situation gewesen ist, auseinanderzusetzen. Ich kann jetzt von meiner Seite ein Beispiel nennen, die mir gerade gestern passiert ist. Ich hatte ein Krisengespräch mit einem Mitarbeiter, von dem ich ehrlich gesagt wirklich nur Angst nicht, aber den Bummen so im Bauch so Gefühl hatte, oh Gott, wie wird das sein? Wie wird das stattfinden? Wird es erfolgreich sein? Oder haben wir da richtig ein Problem? Gerade als neue Führungskraft. Und als dieser Mitarbeiter dann kam, habe ich das gleiche Haltung von ihm erfahren. Von dieser Person erfahren. Diese Person hatte auch Angst und hatte Bedenken. Und es war ein sehr langer, ein sehr ausführlicher und am Ende unglaublich schöner Gespräch. Und die Fehler, die dann mir unterlaufen sind keine globale Fehler, aber Fehler, die dann aus Sicht dieses Mitarbeiters mir unterlaufen sind, wurde mir reflektiert, wurde ein Feedback dazu gegeben und wir haben sofort an einer Lösung gearbeitet. Insofern, ich nachhinein denke ich, schön, dass mir diese Fehler passiert, sonst hätte ich diesen wunderbaren Gespräch mit diesem Mitarbeiter von mir nicht gehabt. Na? Und dieser Fehler hat mir ermöglicht, diesen Mitarbeiter, diese Person wahrzunehmen. Also die Gedanken, die Hintergründe, die Beweggründe für das, warum das überhaupt dieses Gespräch stattgefunden hat, wahrzunehmen. Und ich bin nach Hause mit so einem tollen Gefühl nach Hause gegangen. Es hat mich bereichert als Person, als Führungskraft. Und für meine Position hier in Bremerhaven, glaube, war das ein Schlüsselergebnis, weil ich habe gedacht, dann ja,
hier gehöre ich und da möchte ich ja auch arbeiten. Und so als Antwort auf die Frage, Fehler dürfen sein, müssen passieren und das Wichtige, diese Fehler rechtzeitig zu erkennen, mit betroffenen Personen sich auseinanderzusetzen, eine Feedback-Kultur zu etablieren, also zum Beispiel in meinem Fall, in meiner Belegschaft, und nach vorne zu schauen und das Beste daraus zu machen. Dankeschön. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Bremerhaven. Vielen Dank für das Gespräch, Oksana. Danke. Yeah.